Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Ace Attorney, also Phoenix Wright Ace Attorney, die Trilogie. Wir sind immer noch bei Ace Attorney. Und wir fangen heute mit dem dritten Fall an von 5. Und ich bin mal gespannt, worum es in diesem Fall geht. Ja, ich habe jetzt schon eine Weile nicht mehr gespielt. Speicherdaten laden, aber ich bitte drum. Ich bin sehr gespannt. Grrr, du hast mich zum letzten Mal gedemütigt, Steel Samurai. Der blasse Mond am Himmel schreit nach deinem Blut. Übertreib's mal nicht. Der Mond, nein, du sollst zum Mond aufblicken. Denn es wird das letzte Mal sein, dass du den Mond siehst. Aha. Wir sehen uns in der Hölle, böser Richter. Wow. Die Schwerter der Krieger glänzen im Mondlicht und schlagen zu. Einer ist gefallen, aber wer? Das weiß nur der Mond. Verpassen Sie nicht die spannende nächste Folge. Rückkehr des schwarzen Boden. 14. Oktober. 5:30, Anwaltskanzlei White & Partner. Stimmt. Jetzt sind wir ja so weit, dass wir unsere eigene Kanzlei haben. Das war richtig krass. Wir sehen uns in der Hölle, böser Richter. Hey. Hey, fuchtel nicht so mit dem Besen rum. Ach, Nick, ich wusste nicht, dass du hier bist. Natürlich bin ich hier. Was hast du denn für eine surreale Sendung geschaut? Was, Nick? Heißt das, du kennst den Stil Samurai nicht? Er ist nur der beliebteste TV-Held bei den Jugendlichen. Jugendliche? Jugendlichen? So 10 Jahre alt. Warum zum Teufel flippst du dann aus? Hey, ich bin auch erst 17. Mit 17 bin ich auch noch ein Teenager. Nicht so wie du, Nick. Die ist erst 17 und arbeitet bei uns? Sprich nicht so mit mir, als wäre ich ein Opa. Ich bin selbst erst 24. Dann schau's mit mir an. Es ist echt cool und total angesagt. Als Grundschüler nach ihrem Berufswunsch gefragt worden, wäre der Stil Samurai Nummer 1. Ich mach mir wirklich Sorgen um die Kids von heute. Opa! Okay, gut. Der Stil Samurai ist vorbei. Zeit, das Büro abzuschließen. Du hast recht. Wenn wir nur ein paar Mandanten hätten. Seit meinem Prozess ist schon ein Monat vergangen. Der Mord an mir war eine ganze Weile in aller Munde. Aber keiner hat dabei die Anwaltskanzlei White und Partner beachtet. Wie soll ich denn in diesem Monat bloß die Miete bezahlen? Das wird schon. Ich bin mir sicher, dass ein guter Mandant schon so gut wie vor der Tür steht. Ich kriege immer die seltsamen Typen. 16. Oktober. 8:45, Schlafzimmer von Phoenix White. Oh. Hallo? Hier ist Phoenix. Nick! Maja, was ist los? Es ist noch so früh. Der Steel Samurai wurde verhaftet. Hä? Der Typ aus der Serie? Ja, er heißt, der Steel Samurai hätte einen Schurken getötet. Dafür ist er doch da, oder? Ja, im Fernsehen. Nein, er hat es tatsächlich getan. Im richtigen Leben, meine ich. Er hat einen Schurken mit seinem Samurai-Speer aufgespießt. Ich habe keinen blassen Schimmer, wovon du da redest. Komm einfach nur schnell ins Büro. Bitte, Nick. Toll, jetzt wollte ich mir mein Schlafzimmer angucken und dann bin ich doch nicht da. Okay, kurz vor 9:30. Maya ist schon da und sieht fern. Jetzt die TV- und Morgennachrichten. Der Schauspieler Will Powers wurde gestern verhaftet. Powers spielt die Hauptrolle in der beliebten Kinderserie Der Steel Samurai, Krieger aus Neo Old Tokyo. Er wurde unter Mordverdacht festgenommen. Das Opfer war Jack Hammer, der den Schurken böser Richter gespielt hat. Seine Leiche wurde in dem Kostüm des bösen Richters gefunden. Der Samurai-Speer steckte auch noch in dem Körper. Die Polizei hält diesen Speer für die Tatwaffe und hat die Ermittlungen aufgenommen. Das muss ein Scherz sein. Nein, es ist ein Albtraum. Das Ende des Steel Samurais. Das ist das Ende der Welt. Das ist ein schrecklicher Handyton. Ja, Kanzlei White und Partner. Was? Nick? Es ist der Steel Samurai.
Was? Ja, natürlich, wir sind gleich da. Lass uns gehen, Nick. Gehen? Wohin? Sie haben den Steel Samurai in die Strafanstalt gesteckt. Ja und? Also habe ich entschieden, dass das unser erster Fall sein wird. Ja, schön, dass du das entscheidest. Komm, bewegen wir uns. Ich habe jetzt keine Lust mit dir zu reden. Strafanstalt. Ui. Siehst aus wie ein Löwe. Stimmt was nicht, Maya? Das ist ja in Fleisch und Blut. Ist das wirklich dieser Typ? Was meinst du mit dieser Typ? Natürlich ist er es. Will Powers, unser Mandant. Das ist er. Vielleicht sollte ich das nicht sagen. Aber er war es ganz sicher. Mord, wenigstens einmal, vielleicht auch zweimal. Hoppla, was sagst du da? Ja. Stimmt etwas nicht? Nein. Na, das fängt ja gut an. Ich weiß. Sie sind enttäuscht, nicht wahr? Enttäuscht? Ach nein. Nein, es ist okay. Das ist mein wahres Gesicht. Wie sahen der denn in der Serie aus? Als ich die Rolle des Steel Samurai mit dieser Maske bekam, entschloss ich mich, mein Gesicht erst nach der Serie wieder öffentlich zu zeigen. Wegen der Kids, wissen Sie? Ich wollte ihre Träume nicht zerstören. Aha. Ich denke, das war egal. So viel zum Thema Träume. Ich frage mich, was Sie jetzt vom Steel Samurai halten. Ach Nick, was? Er ist ein guter Junge. Ich meine, er ist anständig. Ja. Er war's nicht. Kann die Alte mal vielleicht gehen? So, was denn passiert? Vielleicht erzählen Sie erstmal, was vorgefallen ist. Ja, natürlich. Es kommt mir vor, als wäre es erst gestern gewesen. Tja, es ist ja auch erst gestern passiert. Die Besetzung war zu einer Probe in den Global Studios gekommen. Morgens um 10 haben wir einige Action-Szenen geprobt. Für 17 Uhr war dann eine Probe angesetzt. Als es dann kurz vor 17 Uhr war, versammelte sich die Besetzung vor dem Studio. Der böse Richter wurde zusammengesunken neben dem Set gefunden. Sie nahmen ihm die Maske ab und entdeckten, dass es Jack Hammer war, tot. Er war mit dem Samurai-Speer fachmännisch aufgespießt worden. Dem Samurai-Speer? Ja, das ist ein langer Speer, den Steel Samurai als Waffe verwendet. Vielleicht können Sie mir erklären, was genau der Steel Samurai ist. Nick, wie kannst du so etwas sagen? Ich entschuldige mich für meinen Partner, Sir. Er ist neu in diesem Metier und nicht ganz auf dem Laufenden. Hey, wer ist hier neu in diesem Metier? Ach, das ist schon in Ordnung, wirklich. Der Steel Samurai ist die Hauptfigur in einer beliebten Kinderserie. Er streift durch die Straßen von Neo-Old-Tokyo und bestreitet Kampf um Kampf gegen den bösen Richter und seine Schergen. Natürlich besiegt er den bösen Richter nie endgültig. Obwohl er ihn dieses Mal richtig besiegt hat, fürchte ich. Verstehe. Neo-Old-Tokyo. Wie denkt sich denn solche Namen aus? Nun, wo waren Sie am Tag des Mordes? Nun, an diesem Morgen bin ich um 9 Uhr ins Studio gekommen. Wir sind bis Mittag die Action-Szenen durchgegangen. Die Probe sollte um 17 Uhr stattfinden, aber ich war müde. Also habe ich nach dem Mittagessen in meiner Umkleide ein Nickerchen gemacht. Als ich aufwachte, war es schon nach 17 Uhr. Ich kam zu spät zur Probe. Ich eilte zum Studio und alle standen dort unter Schock. Ich wurde sofort verhaftet und hierher gebracht. Er hat also den gesamten Nachmittag des Mondes verschlafen. Was für ein Actionheld. Was werden die Kinder bloß denken? Ich sollte wohl mal den Tatort unter die Lupe nehmen. Richtig, die Global Studios. Ich zeichne Ihnen einen Plan. Klasse, Nick. Auf geht's. Ich wette $10, dass sie auf Autogrammjagd geht. Okay, dann gehen wir mal und bewegen uns. Zu dem Haupteingang, würde ich mal sagen, ne? Uhr. Toll, hier wird also die Serie Steel Samurai gedreht. Gigantisch. Bist du gar nicht aufgeregt? Hey, sieh da. Die ist aber... Okay. Wenn sie rein wollen, müssen sie an mir vorbei. Du siehst böse aus. Ach, tut mir leid. Wir sind Anwälte. Ach ja? Nun, das ist toll. Ich bin vom Wachdienst. Und es ist mein Job, dafür zu sorgen, dass Schaulustige wie sie draußen bleiben. Schaulustige? Schaulustige, neugierige Touristen.
Ich kenne Ihre Sorte. Sie haben vor dem Vorfall gehört und jetzt schnüffeln Sie rum. Die Jugend von heute. Etwas Schreckliches passiert. Ey, nicht so schnell. Hallo? Ich drück gar nichts, ich schwör's. Nick? Was war das denn? Hat die mich jetzt so zugetextet, dass ich gar nicht hinterherkam? Auf jeden Fall ist sie nicht begeistert von uns. Werde ich auch mal so sein wie sie? Sag bitte nein. Weiß nicht. Schon möglich. Hey! Hört gefälligst auf, wenn man mit, hört gefälligst zu, wenn man mit euch redet. Ach, die heutige Jugend. Reden. Was machen sie also hier in den Studios? Wir bei Global Studios lassen Kinderträume wahr werden. Übrigens, als ich noch jünger war. Nein, sie war ein Star. Leider nur ein kleines Funkeln zwischen den Stars hier, meine Liebe. Oho. Mit dem Studio ist es wirklich bergab gegangen. Aber vor 10 Jahren war es noch ein Studio der Träume. Hammer war damals auch noch ein großer Star. Er war... Hammer? Das Opfer, sie Dummkopf. Der böse Richter. Er wurde dazu degradiert, nur noch Schurken zu spielen. Nicht gerade tolle Rolle. Können Sie mir etwas über Herr Will Powers erzählen? Er ist kein schlechter Junge, aber lassen Sie sich von seiner Maske nicht täuschen. Ohne sie würden Sie ihn auf der Mattscheibe nicht sehen wollen, ganz ehrlich. Kleine alte Damen, die ihn so sehen, müssten sich wohl übergeben. Wahrscheinlich hat er deswegen gedacht, dass der Steel-Samurai die große Chance sei. Keiner hätte gedacht, dass er in der Lage wäre, den armen Jack Hammer das anzutun. Wir wissen nicht sicher, ob Will Powers schuldig ist. Powers? Natürlich ist er schuldig. Woher ich das weiß? Ich weiß alles. Das ist mein Job. Was für eine Person war Jack Hammer? Was für eine Person? Ach, wenn ich das nur wüsste. Jack Hammer wird in vielen Herzen als der ultimative Actionheld weiterleben. Er war einfach überragend in der Serie Dynamite Samurai. Hätte ich davon schon mal hören sollen. Aber es gab vor 5 Jahren einen Drehunfall. Unglücklicherweise bedeutet das einen Karriereknick für ihn. Zum Schurken in einer Kinderserie degradiert. Außerdem haben sie ihm kaum noch was gezahlt, heißt es. Traurig ist das. Warum sind Sie so sicher, dass Herr Powers der Mörder ist? Gestern stand ich genau hier, okay? Ich war hier von 13 bis 17 Uhr, als man die Leiche fand. Nun, das Studio, wo der Mord geschah, befindet sich links von hier. Wenn Sie also zu dem Studio gehen möchten, müssen Sie an mir vorbei. Nur eine Person ging zur Tatzeit zwischen 13 und 14:30 Uhr hier vorbei. Und diese Person war Herr Powers? Ja, ich habe ihn gesehen. Aber Herr Powers sagte, er hätte in seiner Umkleide geschlafen. Oh, natürlich behauptet er das. Er ist ja nicht dumm. Aber er war der Einzige, der hier vorbeiging. Er ist der Mörder. Darauf können Sie Gift nehmen. Es ist nicht langsam an der Zeit, dass Sie nach Hause gehen. Hier gibt es nichts zu sehen. Gehen Sie weiter. Eigentlich sind wir hier auf Herr Powers Bitte hier. Oh, Sie sahen mir doch gleich verdächtig aus. Zeigen Sie mir eine Anfrage von ihm. Vielleicht lasse ich Sie dann hier rein. Die Dame hier glaubt wohl, dieses Gelände gehört ihr. Gut. Dann gehen wir nochmal in die Strafanstalt. Müssen ja nochmal Dings holen. Hallo, wie war es im Studio? Die denken alle, ich wäre es gewesen, nicht wahr? Nein, überhaupt nicht. Stimmt doch, Nick. Ja, überhaupt nicht. Schlimmstenfalls sind sie ein Verdächtiger. Reden. Der Powers, die verbergen doch hoffentlich nichts von mir, oder? Was? Nein, das würde ich nie tun. Eben haben sie gesagt, dass sie nach dem Mittagessen in die Umkleide geschlafen haben. Ja, wie ein Säugling. Aber die Wachfrau hat gesagt, sie hätten sie an diesem Tag gesehen. Sie sagt, sie hätte sie auf dem Weg zum Tatort gesehen. War es nicht möglich? Ich weiß wirklich nicht, was ich sagen soll. Ich habe geschlafen, irgendwo. Herr Powers, wenn Sie möchten, dass ich Ihnen helfe, müssen Sie mir die Wahrheit sagen. Ich bin neu in diesem Anwaltsgeschäft und muss jeden Vorteil nutzen. Ich weiß, es tut mir leid. Aber ich schwöre beim Grab meiner Mami, dass ich geschlafen habe. Vielleicht hat die Wachfrau nur geglaubt, mich gesehen zu haben. Was hat sie gesehen? Es scheint nicht zu lügen. Zu der Wache am Haupteingang zu diesem Studio. Ach, die Wachfrau. Sie ist schrecklich. Sie sagt, dass ich verdächtig aussehe. Ja, das hat sie zu mir übrigens auch schon gesagt. Nehmen Sie die Maske ab, das hat sie, glaube ich, gesagt. Sie leckt allen hohen Tieren ins Studio die Stiefel. Aber wenn sie dich einmal stolpern sieht, lässt sie dich nicht mehr in Ruhe. Oh, sie ist so unverschämt. Würden Sie förmlich in einem Brief darum bitten, dass ich sie vertrete? Natürlich. Powers Anfrage zur Gerichtsakte hinzufügen.
Ich hoffe nur, dass ich damit auch an der Wachfrau vorbeikomme. Ja, Gerichtsakte. Das ist meine Anwaltsmarke. Und das habe ich nur. Okay. Dann gehen wir halt wieder zurück, damit wir uns den Tatort angucken können. So, Madame, hier. Meine Damen, schauen Sie, dies ist eine Anfrage von Herrn Powers. Hm? Ja, tatsächlich, ich erkenne die kindliche grobe Klaue. Gab der Waffe auf. Sein Schicksal, Jugendlichen mit so unzuverlässigem Aussehen anzuvertrauen. Wirklich? Wirklich? Jedenfalls dürfen Sie durchgehen. Aber nur nach links zu den Studios. Nach rechts dürfen Sie nicht. Das ist der Personalbereich. Keiner darf rein, meine Liebe. So lauten meine Anweisungen. Der gute Inspektor hat es mir persönlich gesagt. Hey, Nick. Hä? In der Wachstation gab es halt Pläne. Hey, nicht schlecht. Die kosten jeweils 50 Cent. Dankeschön. Nun, lass uns gehen, Nick. 50 Cent. Ist ja in Ordnung. Wie hast du dein Geld? Ich möchte das jetzt mal überprüfen hier. Also, das ist ein Tor. Ne? Da müssen wir vorbei. Hier Studio 1, Studio 2. Hier ist der Personalbereich. Irgendwo hier, da sind wir, ne? Personalbereich gehe ich mal. Die Umkleider, da hat er gepennt. Der hätte hier lang gehen müssen, um in eins der Studios zu kommen, damit er da jemanden umbringen kann. Der hat aber gepennt. Na gut. Dann gehen wir mal in Studio 1. So. Ja, welcome. 16. Oktober, Eingang Studio 1. Hey. Sind Sie nicht der Mörder von neulich? Alter, wieso? Wie bist du Inspektor geworden? Was heißt denn hier der Mörder von neulich? Ich bin freigesprochen worden, Pfeife. Ah, der verwirrte Inspektor. Hey, mein Lieber, Sie wissen, dass Ankläger Edge auf ihretwegen sehr verärgert ist. Ich habe gesehen, wie er Tee nippte und bedrückt aus dem Fenster starrte. Okay. Na und? Hey, wenn er bedrückt ist, ist das allein Ihre Schuld, weil Sie schlampig ermitteln. Ja, gib's ihr. Gib's ihm. Inspektor? Ich glaube, du hast deine Gefühle verletzt. Oh nein, es tut mir leid. Nun, ich denke, es ist leicht, seine Gefühle zu verletzen. Sie haben recht, Kumpel. Es ist meine Schuld. Ich kann noch so sehr anderen die Schuld geben, aber ich kenne die Wahrheit. Hehe, nehmen Sie es nicht so schwer. Der nächste Fall kommt bestimmt. Ja, ich glaube, Sie haben recht. Hey, was genau machen Sie hier beide? Nun ja, wir arbeiten auch an diesem Fall, mein Lieber. Hä? Sie können nicht einfach so mein Lieber sagen und gehen. Das ist meine liebenswerte Charaktereigenschaft. Der ist schon so ein Charakter. Reden wir mal mit dem. Ermittlung. Nun, wie laufen Ihre Ermittlungen, Inspektor? Nun ja, hey, das darf ich Ihnen nicht sagen, Jungchen. Wieso nicht? Nick, vielleicht solltest du bei deinen Fragen nicht immer ganz so direkt sein. Du hast recht, Inspektor. Dürfte ich mal ansehen, was Sie haben? Was ich habe? Den Autopsiebericht. Die neueste Fassung, wenn das möglich wäre. Richtig, richtig. Tut mir leid, was da beim letzten Mal passiert ist, mein Bester. Todeszeitpunkt 15. 14.30 Uhr. Todesursache Speer durchstach die Brust. Okay. Warum wurde Herr Powers festgenommen? Ganz einfach, mein Lieber. Der Mord geschah direkt dort drüben in Studio 1. Nun, das Opfer betrat Studio 1 ungefähr um 13 Uhr. Zu dieser Zeit war niemand außer dem Opfer im Studio. Laut Autopsiebericht trat der Tod um 14.30 Uhr ab. Nur eine Person ging zwischen 13 Uhr und 14.30 Uhr zum Studio. Und diese Person war niemand anders als Will Powers. Niemand sonst, Junge. Wenn Sie meinen, ich würde lügen, fragen Sie doch die Wachfrau am Haupteingang. Nicht, wenn das stimmt. Jeder würde denken, dass Powers der Täter wäre bei solchen Beweisen. Und danke für die Aufmunterung. So, der Wachfrau. Ach, die Süße, Alte da. Echt, die findest du süß? Wirklich? Die findest du süß? Ich finde die schrecklich. Die ist wirklich charmant. Hä? Sprechen Sie von derselben Person? Als ich ihr meine Dienstmarke gezeigt habe, gab sie mir einen Donut und einen Kaffee.
Ich kenne das, was Powers gesagt hat. Sie hat eine Schwäche für Autorität. Sie hat mir sogar ein wichtiges Beweisstück gegeben. Was? Was für ein Beweis? Nun, dieses Foto. Das Foto des Steel Samurai auf dem Weg zum Schauplatz des Verbrechens. Was? Wer hat das gemacht? Sehen Sie die Kamera dort auf dem Tor, meine Liebe? Das Tor? Sie meinen das mit dem Willkommensschild? Ja, immer wenn jemand vorbeigeht, macht die Kamera automatisch ein Foto. Oh nein! Nick, er hat einen Beweis, wir sind erledigt. Komisch, für jemanden mit einem sicheren Beweis sieht er nicht allzu glücklich aus. Was ist denn los, mein Lieber? Sie sehen so fertig aus. Schauen Sie nicht so fröhlich, wenn Sie das sagen? wir würden den Mitarbeitern gerne ein paar Fragen stellen. Klare Sache, meine Liebe. Gehen Sie, wohin Sie möchten. Sie werden natürlich keine Hinweise finden, die ich nicht schon entdeckt habe. Hehe. Ich bin froh, dass da wenigstens einer hier Spaß zu haben scheint. Nick, lass uns gehen. Wir dürfen uns frei auf dem Gelände bewegen. Das ist die Chance, sich mal umzusehen. Erstmal hier. Hey, gibt es eine Kamera? Die Überwachungskamera. Sie macht Fotos von den Leuten, die zum Studio gehen. Man muss sich nur die Daten ansehen und man erfährt, wohin er gegangen ist. Das ist ein Nummernschild an der Kamera. ST1307. Das muss die Kennziffer der Kamera sein. Das Studios-Maskottchen. Ich denke, es ist wohl irgendein Affe. Aber welche Affenart hat eine derartige Nase? Er hält ein Schild in seiner Hand. Rechts zu Studio 1, links zu Studio 2. Okay. Was ist mit diesem Ding los? Es sieht irgendwie kaputt aus. Der Wind war gestern ziemlich heftig und der Kopf ist abgebrochen. Dabei hat er auch den Baum dort umgeworfen. Ich bin etwas groggy. Vielleicht ruhe ich mich hier ein bisschen auf. Hey, gute Idee, mein Lieber. Inspektor, ermitteln Sie nicht in dem Fall? Nun ja, aber... Wir Ermittler werden auch mal wieder vom Rumstehen, meine Liebe. Der Eingang zu Studio 1, das ist das Studio, in dem Jackhammers Leiche gefunden wurde. Gehen wir rein und sehen uns mal richtig um, Nick. Hey, sie ist abgeschlossen. Sieht so aus, als bräuchte man einen Kartenschlüssel, um reinzukommen. Es ist verständlich, dass sie keinen außer den Angestellten reinlassen wollen. Oh, okay. Über dem Weg hängt ein großes Willkommensschild. Ja, das Studio macht wohl schwere Zeiten durch. Neuerdings lassen sie Leute an den drehfreien Tagen rein. Sie verdienen etwas Geld dazu, indem sie Eintritt verlangen. Wow, Sie wissen eine ganze Menge über diesen Ort, Inspektor. Sie könnten jederzeit Ihren Dienst quittieren und hier anfangen, wissen Sie? Ja, und welch ein perfektes Timing für das gebrochene Genick des Affenunglers. Ey, was soll das jetzt wieder heißen, Jungchen? So, habe ich hier noch irgendwas? Nee, das habe ich. Blöde Statue ist auch okay. Dann bewegen wir uns mal wieder zum Haupteingang und sagen der Ollen, sie soll uns mal eine Karte geben. Nee, ich sieh mal. Diese Wachfrau ist in der Wachstation und stopft Donut in sich rein. Ich glaube, alle Bullen mögen Donuts. Ja, und sie sind weich genug, so dass sie nicht kauen müssen. Hey, sie. Nun, haben Sie sich schon überzeugt, dass Power schuldig ist? Sie musste mir das Leben schwer machen, indem sie das Foto Inspektor Gams gab. Ich würde mal in die Gerichtsakte gucken. Habe ich das Bild? Nee, das ist der Übersichtsplan. Okay. Ich dachte, ich hätte jetzt eventuell das Foto. Fotobeweis. Warum haben Sie uns nichts von dem Überwachungsfoto gesagt, meine Dame? Ach das. Ich fand es einfach spannender, gleich mit dem Inspektor persönlich zu reden. Diese Dinge sind wichtig, verstehen Sie? Es klatscht gleich. Ach, gleich links von hier ist das Tor mit der Kamera, die das Foto aufgenommen hat. Es ist mein Job, die Fotos jeden Tag zu überprüfen, verstehen Sie? Diese Wachstation befindet sich in einer zentralen Lage. Egal wohin man geht, man muss immer an der Wache vorbei. Nun, der arme Hammer ging kurz vor 13 Uhr zum Studio. Der Mord geschah gegen 14.30 Uhr, klar? Der Einzige, der zwischen 13 Uhr und 14.30 Uhr hier vorbeikam, war Powers selbst. Die Überwachungskamera hat ihn auch voll drauf. Falls er es nicht war, weiß ich nicht, wer sonst. Vielleicht waren sie es. Der war nicht schlecht, Kleiner.
Geglaubt, ich hätte gescherzt. War das Opfer Hammer ein beliebter Schauspieler? Oh, er war der größte Star hier im Studio. War Vergangenheit. Oh ja, er war großartig als der bärtige Samurai. Und unter anderem ja. Er strahlte am hellsten damals. Einem Star wie ihn den bösen Richter spielen zu lassen, eine Schande, sage ich ihm. Hammer nahm sich das sehr zu Herzen. Aber wer sollte ihm das verdenken? Zu der Überwachungskamera nochmal. Ach ja, die Kamera. Sie ist automatisch. Sie merkt, wenn jemand durch das Tor geht, verstehen Sie? Dann macht sie ein Foto. Offenbar vermerkt sie auch die Zeit, wenn sie ein Foto macht. Aber ich befasse mich nicht mit solchen Details. Ich schaue mir nur alle Fotos am Computer an der Wachstation an. Ich überprüfe sie jeden Tag, bevor ich nach Hause gehe, und zwar immer. Okay. Untersuchen. Das Haupttor zum Studio. Gestern gab es hier eine Szene, als die Schaulustige gegen das Tor pressten. Der Computer, der die Überwachungskamera des Studios steuert. Hey, nicht anfassen! Ist ja in Ordnung, ich muss ja auch nur gucken. Schilder leben. Die Wachstation. Nach dem Berg auf ihrem Tisch zu rutschen, scheint die Wachfrau Janko zu mögen. Ich kann den Computer sehen, der die Überwachungskamera steuert. Ja, die habe ich aber schon angefasst, den darf ich nicht. Sieht wie ein Studio-Van aus. Wahrscheinlich wird er damit Filmausrüstung transportiert. Na gut. Wo kommen wir denn noch hin? Da brauchen wir nicht hin. Studio 1 außen waren wir schon. Strafanstalt, dann gehen wir in den Personalbereich. 16. Oktober, Personalbereich. Nick, hier wird all das Zeug hinter den Kulissen gemacht. Hey, sieh mal, das ist die Umkleide von Powers. So kurz nach dem Mord wird wohl niemand hier sein. Sehen wir uns mal um. Ja, untersuchen. Das ist ein Schild an der Tür der Umkleide. Herr Will Powers. Er muss toll sein, ein Star mit eigener Umkleide zu haben. Die Tür zur Umkleide ist nicht abgeschlossen. Hey Nick, schauen wir mal rein. Vielleicht finden wir ein Souvenir. Was meinst du mit finden? Man kann ja nie wissen. Vielleicht ist dort so etwas wie ein Samurai-Speer. Wir brauchen keinen Speer. Außerdem ist das die Tatwaffe. Oh Mann. So, wir gucken erstmal. Die Getränke. Mal sehen. Cola, Schokoriegel, Chips, Kaugummis. Alles ist so normal. Ich hätte ein paar coole Samurai-Snacks erwartet. Wenigstens Popcorn. Oh Moment, schau mal. Samurai-Soda. Nick, probier mal. Ladies first. Das habe ich schon. Hier ist ein Wäscheständer. Ein Fenster zur Umkleide. Die Scheibe ist aus Milchglas. Ich kann nicht hineinsehen. Noch aus. Das muss der Lagerraum sein. Dort wird die Filmausrüstung aufbewahrt. Wow, Nick. Du kennst dich ja aus in der Branche. Was sollten sie sonst in einem Filmstudio lagern? Die Reste vom gestrigen Mittagessen liegen noch rum. Es waren wohl alle zu schockiert, um aufzuräumen. Das ist ein T-Bone auf einem Teller, aber ohne das Steak. T-Bone-Steak. Das hätte mir auch geschmeckt. Hat das eben erst ein Burger. Ja, aber ich habe einen extra Magen nur für Steaks. Hä? Die erzählten Blödsinn. Okay, dann gehen wir mal, bewegen wir uns mal in die Umkleide. Umkleide von Powers. Hier hat er also geschlafen. Zumindest behauptet er, hier geschlafen zu haben. Niemand hat gesehen, dass er tatsächlich hier geschlafen hat, oder? Richtig. Und da ist ein Bild von ihm in der Nähe des Tatorts. Ich hoffe, er sagt die Wahrheit um seinetwillen. Dann gucken wir mal. Also. Hier stehen massenhaft Kosmetikprodukte rum. Oh, das ist die Perücke, die er in Samurai Boogie Woogie trug. Nick, probier sie an. Nein. Wie kannst du einen Film allein an der Perücke erkennen? Ich mag eben Samurai-Filme irgendwie. Irgendwie? So. Die Klamotten. Unter den Kostümen sind auch noch einige normale Anzüge. Das müssen seine eigenen Sachen sein. Würde Spaß machen, eins der Kostüme zu tragen. Ich würde sagen, du hast schon eins an. Es ist verschlossen. Sieht aus, als hätte er das Fenster nicht oft geöffnet. Wahrscheinlich ist es draußen etwas staubig.
Sieht so aus, als hätte jemand darin geschlafen. Vielleicht hat Powers gestern wirklich ein Nickerchen hier gemacht. Auf dem Tisch liegen einige Knabbersachen. Die sind wohl für das Personal. Tee und Plätzchen. Nick, ich habe Hunger. Du hattest eben erst einen Burger. Ja, aber ich habe einen extra Magen für Süßigkeiten. Also sie hatten einen normalen Magen, wo sie jetzt einen Burger, wo ein Burger drin ist. Dann hat sie einen extra Magen für T-Bone Steak und einen extra Magen für Süßigkeiten. Ich glaube, die Frau ist eine Kuh. Wie viele Mengen hat das Mädchen eigentlich? Sie ist eine Kuh. Das muss die Tasche von Powers sein. Hey, nicht öffnen. Schau mal, ein Personalkartenschlüssel. Das muss der von Powers sein. Da steht Studio 1 drauf. Nimm sie, Nick. Ausleihen. Du meinst ausleihen. Kartenschlüssel zur Gerichtsakte hinzugefügt. Okay, dann haben wir das hier. Dann bewegen wir uns nochmal in den Personalbereich. Gucken. Habe ich auch echt alles? Muss ich nochmal gucken. Ja, mehr wird mir jetzt auch nichts angezeigt, was ich anklicken kann, ne? Wäscheständer geht nicht. Fenster habe ich schon. Okay, dann ab zu Studio 1. Okay, bewegen. Haupteingang. Bewegen. Studio 1 drauf. Nee, das nicht. Dann machen wir es irgendwo untersuchen. Komm, jetzt doch mal. Der Eingang des Studio 1. Das ist das Studio, in dem Jack Hammers Leiche gefunden wurde. Gehen wir rein und sehen uns das mal richtig an. Ich frage mich, ob der Kartenschlüssel aus der Umkleide funktioniert. Ja, tut er. Sie hat sich geöffnet. Klasse, wir sind drin. Sie ist viel zu glücklich für jemanden, der den Schauplatz eines Verbrechens besucht. Wir sehen uns gleich wieder. Studio 1, okay. Was ist los? Du bist auf einmal so still. Laufen dir da keine Schauer über die Rücken, Nick? Das weiße Klebeband, das ist so real. Und der böse Richter ist ja auch hier gestorben. Und der Stil Samurai hat ihn umgebracht. Die Tatwaffe war der Samurai-Speer. Das klingt für mich ziemlich real. Ja, den untersuchen wir jetzt mal alles schön. Dann fangen wir mal an hier. Hey, sieh mal, das ist der Stuhl, auf dem der Regisseur sitzt. Ich wollte schon immer mal auf so einem sitzen. Hey, Nick, schau dir das mal an. Eine von diesen Schwarz-Weiß-Klappen, die den Beginn eines Drehs signalisieren. Und schau da, ein Megafon. Ein richtiges, echtes Megafon. Fertig, Nick. Action. Dieses Mädchen ist noch verrückter, als ich dachte. Wieso ist sie nochmal bei uns? Was ist das? Damit wird Licht reflektiert. Das nennt man Aufhellungsschirm oder so ähnlich. Der Assistent hält ihn beim Film in der Hand. Aha. Was? Wo ist auf einmal deine Begeisterung für alles, was mit Unterhaltung zu tun hat? Nun, Beleuchtung ist ja ganz schön, aber ich wäre lieber der Regisseur oder Stil Samurai. Ich glaube, sie meinte das ernst. Ich glaube, du warst eine ziemliche Macke. Schau, eine Leiter. Das ist eine Trittleiter. Ach ja, wo ist der Unterschied? Du musst aufhören, Dinge zu engständigen kulturellen Maßstäben zu beurteilen, Nick. Richtig, tut mir leid. Jetzt ist sie völlig abgedreht. Der Umriss von Jack Hammers Leiche wurde mit Klebeband markiert. Als seine Leiche gefunden wurde, steckte sie noch im Kostüm des bösen Richters. Ich glaube, deshalb sieht sie so sieht die Kopfpartie so wie ein Helm aus. Komisch, ich hätte erwartet, dass ein Speerstich schon ein paar Blutflecken hinterlässt. Wahrscheinlich hat das Kostüm das meiste davon aufgesaugt. Oder er wurde da gar nicht ermordet. Wow, sieh dir mal die Kamera an. Die muss einen Batzen kosten. Ja, also fass sie nicht an. Wow, sie ist schwerer, als ich dachte. Hey, sieh da. Nichts anfassen. Ah, süß. Ah, tut mir leid, meine Partnerin ist irgendwo. Sie wissen schon. Sie wissen schon? Nein, ich weiß ich nicht. Wer sind Sie? Wer ich? Ich arbeite hier als Assistentin. Ich helfe bei den Requisiten. Ich trage sie rum, bestelle neue und so weiter. Wir sind die Anwälte von Herr Will Powers vertreten. Ach, Sie sind auf WPs Seite. WP? Ach, Will Powers, WP, jetzt habe ich's. Ich beneide Sie nicht im geringsten.
Aber tun Sie alles, was in Ihrer Macht steht für WP, okay? Er könnte keiner Fliege etwas antun. Er muss unschuldig sein. Keine Sorge, wir kümmern uns darum. Ich will noch ein bisschen weiter untersuchen. Sieht wie eine Kulisse für eine Bühne aus. Die wird wohl für die Serie Stil Samurai verwendet. Natürlich, das ist der Berg Neo Fujiyama. Okay, ich dachte, der Stil Samurai spielt in Old Tokyo. Kann man den Fujiyama von dort sehen? Nicht im Old Tokyo, Nick. Neo Old Tokyo. Ach ja, richtig. Ja, noch nicht mal Latten und so. Okay, zurück. Dann reden wir mal mit der guten Dame. Können Sie mir irgendwas zum Tag des Mordes sagen? Ja, ich war den ganzen Tag im Studio. Ich war die einzige Assistentin, die an diesem Tag im Einsatz war, verstehen Sie? Nur eine Assistentin? Nun ja, den Studios geht es derzeit nicht gut. Und gestern waren nur Proben für unsere Action-Szenen-Sequenzen. Verstehe, prima. Am Morgen haben wir die Action-Szenen im Personalbereich geprobt. Was macht die da eigentlich? Ich dachte, die soll da vom Wach in ihrem Wachhäuschen da stehen. Dabei guckt die da jetzt bei den Action-Szenen zu oder was? Am Morgen haben wir die Action-Sequenzen im Personalbereich geprobt. WP und Hammer waren dort zusammen mit allen anderen. Der Personalbereich, der ist dort, wo sich Powers Umkleide befindet, richtig? Ja, genau. Nachdem Herrn Hammer dort sein Mittagessen verzehrt hat, ging er zu Studio 1. Dann sah ich WP in seine Umkleide gehen. Aber danach habe ich keinen von beiden mehr gesehen. Wussten die, dass Herr Powers in seiner Umkleide schlief? Nein, da wäre ich nicht reingegangen, außer ich hätte eine wichtige Nachricht. Ich meine, das ist seine private... Wofür halten Sie mich eigentlich? Wofür? Ich bin mir sicher, dass Sie anständig sind. Tut mir leid. So viel zur Bestätigung von Powers Alibi. Was machen wir, Nick? Wir haben nichts gefunden. Wenn WP der Einzige war, der zum Studio kam, dann muss er der Mörder sein. Sie haben sogar sein Foto. Entschuldigen Sie, ich weiß, Sie haben viel zu tun. Nicht wirklich. Übrigens, es gibt da etwas, was mir keine Ruhe lässt. Aha. Davon habe ich gesprochen. Ein Hinweis. Eine Spur. Nun, wer weiß, aber gleich nach dem fraglichen Mittag spürte ich, dass da war jemand. Sie spürten? Ja, mehrmals. Vielleicht andere Mitarbeiter des Studios? Nein, das glaube ich nicht. Das Einzige, was geplant war, war die Probe einer Action-Szene. An diesem Tag war ich die einzige Assistentin. Ich habe so ein Gefühl, als wäre es jemand von außerhalb gewesen. Wirklich? Aber warten Sie, wenn jemand hier hineingekommen wäre, hätte die Wachfrau denjenigen dann nicht bemerkt? Ja, du hast recht. Tut mir leid, dass ich keine besseren Informationen für Sie habe. Nein, danke schön, passt schon. Das hilft uns einiges weiter. Alles ist hilfreich. Setzen wir dieser Wachfrau mal etwas unter Druck? Okay, jemanden spüren. Bist du auch ein Medium? Sie spürten also, dass jemand im Studio war, der nicht zur Filmcrew gehört. Ja, das glaube ich. Das glaube ich, wird im Zeugenstand nicht reichen. Nick, was ist mit dieser Wachfrau? Wenn jemand anderes ins Studio kam, muss sie ihn gesehen haben. Okay, ich gehe ja schon. Dann gehe ich halt wieder zur Wachfrau. So, Madame. Was? Sie sind noch immer hier? Wirklich. Sie sehen aus, als hätten sie einen Geist gesehen. Rede nochmal, wie hier die Assistentin hat gesagt. Was ist? Ich habe diesen misstrauischen Blick in ihrem Gesicht gesehen. Ich wollte sie nochmal zum gestrigen Tag befragen. Sie sind hier um 13 Uhr angekommen, richtig? Und Hammer geschätzter Todeszeitpunkt war 14.30 Uhr. Sind Sie sicher, dass Powers der Einzige war, der in der Zwischenzeit vorbeiging? So sicher wie nur was. Aber wir haben einen Zeugen, der meint, jemand von außerhalb wäre hier gewesen. Was? Sind Sie sich ganz sicher, dass Sie die ganze Zeit aufgepasst haben? Meine Dame? Wer war das? Wer hat da Ihnen das gesagt? Wer wagt es, mich in Zweifel zu ziehen? Oh, jetzt wird's so böse. Nun, Sie egelköpfiger Trottel, sagen Sie es mir. Und zwar ein bisschen flott.
Hat sich jemand über meine Arbeit beschwert, ja? Wir haben nur eben mit der Assistentin im Studio 1 gesprochen. Mit der? Die hat nicht mal eine Vollzeitstelle. All ihr jungen Leute seid heutzutage zu nichts nutze. Jetzt fängt die schon wieder an. Irgendwas mit älteren Ex. Wo ist sie hin? Sie ist weg. Nun, Nick, das ist unsere Chance, etwas herauszufinden, ohne sie dabei im Nacken sitzen zu haben. Ja. Hier, ab zum PC. Der Computer steuert die Überwachungskameras des Studios. Nick, vielleicht können wir uns dieses Foto von Powers an den Computer ansehen. Ja, möglicherweise. Soll ich das mit dem Computer probieren? Natürlich, Alter. Okay, versuchen wir es. Weißt du, wie man damit umgeht, Nick? Sieht so aus, als müsste ich mir ein paar Nummern eingeben. Mal sehen. Zuerst brauche ich das Datum des Mordes. Sieht so aus, als hätte sich die Kamera um 13 Uhr an diesem Tag eingeschaltet. 13 Uhr. Das war, als die Wachfrau in der Wachstation ankam. Geben Sie bitte der Überwachungskamera ein. Was war das denn? Ich glaube, die 307 war es, ne? Da, erledigt. Hey, die Daten wurden auf diesem Tag wurden ausgedruckt. Mal sehen, was wir da haben. Hä? Warum soll das ein Foto von Will Powers sein? Nun, er ist derjenige, der immer dieses Kostüm trägt. Darum hat die Waffe wohl gedacht, dass er es war. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Inspektor mit diesem Foto als besonders glücklich ist. Hm? Irgendwas ist auf der Rückseite gedruckt. Hä? 15. Oktober 14 Uhr, Foto Nummer 2. Was hat das zu bedeuten? Vielleicht gibt es noch mehr Fotodaten von diesem Tag. Nein, das ist das Einzige, das im Computer vorhanden ist. Powers Foto zur Gerichtsakte. Hey Nick, können wir dieses Foto nicht als Beweis im Prozess verwenden? Ja, schon. Aber ich finde, das jetzt ist kein guter Beweis, ne? Dass er es war. Aber es ist auch halt kein guter Beweis zu sagen, dass er war es nicht. Ne, es ist halt eine Person in einem Kostüm, wo man das Gesicht nicht richtig erkennt. Und an das Kostüm hätte wahrscheinlich jeder rankommen können. Damit weisen wir die Wachfrau in ihre Schranken. Genau, damit weisen wir sie in ihre Schranken. Ey, das habe ich gesagt. Wie auch immer. Zeigen wir ihr das Foto und schauen mal, was sie sagt. Warte lieber nicht. Warum nicht? Es ist nie gut, dem Feind zu früh zu zeigen, was man in der Hand hat. Nick, du bist ja viel gerissener, als ich dir zugetraut habe. Nun, du könntest der nächste böse Richter sein. Ey, warum muss ich der böse Richter sein? Entspann dich, das war nur ein Witz. Sind wir für heute fertig? Ich glaube, dieses Foto haben wir für den Prozess gebraucht. Dennoch wäre es besser, wenn wir eine Vorstellung hätten, wer wirklich der Mörder war. Vielleicht war es tatsächlich diese Wachfrau. Fortsetzung folgt. Gut, es wird abgespeichert. Wir speichern dann nochmal ab und wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben oder lasst ein Abo. Ich würde mich sehr freuen. Und bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.